Fortnite geht mit dem Beginn von 2023 direkt in die heiße Phase mit einem brandneuen Musikkonzert von einem Künstler, den viele von euch kennen. Skins, die in Zukunft erscheinen, haben von einer neuen Teaser-E-Mail von Epic Games selbst ein offizielles Datum erhalten, wann die in den Itemshop kommen und viele weitere Informationen zu den nächsten Updates und allgemeinen Leaks noch in diesem Video. Erstmal frohes Neues, Freunde. Im ersten Video, also im Short-Video, konnte ich das nicht sagen, aber ich wünsche euch allen einen schönen, guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich hoffe, ihr habt viel Erfolg. Ich wünsche euch viel Gesundheit für dieses Jahr. Und mal gucken, was auf uns zukommt dieses Jahr. Viele neue Abenteuer. Ich habe richtig Bock drauf. Weil Fortnite beginnt Kapitel 4 mit nice Informationen. Beziehungsweise dieses Jahr mit nice Informationen. Als allererstes will ich mal Epic Games selber ansprechen, weil sie bestimmten Content Creators, eine Teaser-E-Mail geschickt haben. Vermutlich kommt das von einem ehemaligen Epic-Mitarbeiter, weil das vorher noch nie gemacht wurde, dass Skins offizielle Daten erhalten, abgesehen von Kooperationsskins, Skins wie Giannis Antetokounmpo. Und diese Skins sind bereits in den Dateien, aber wir wussten nicht, wann sie rauskommen. Wir dachten erstmal, die kommen genauso wie alle anderen Weihnachtsskins noch im Laufe von Dezember in den Itemshop. Aber nein, die kommen im Laufe von Januar in den Itemshop. Der allererste Skin nennt sich The Funeral, das ist Englisch, also heißt sowas wie die Beerdigung und so weiter. Ist ein Halloween-Skin, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und dieser Skin wird am 8. Januar, das heißt heute Nacht, im Itemshop verfügbar sein mit dem Rest von seinem Set. Als nächstes kommen zwei Outfits gleichzeitig in den Itemshop. Das ist wieder mal ein Halloween-Outfit und die beiden Outfits gehören zueinander. Und beide dieser Outfits werden mit einem riesengroßen Set, Freunde, am 13. Januar um 1 Uhr nachts verfügbar sein im Itemshop. Und der nächste Skin, den ich jetzt erwähnen werde, ist sehr, sehr, sehr interessant und wichtig für die allgemeine Story von Fortnite, falls sich dafür interessiert. Denn seit Chapter 4 wissen wir durch Schrottritterin Jules, durch den NPC, durch ihre Beschreibung und ihre Dialoge mit dem Zeitlosen, dass es einen Risswächter gibt. Einen Wächter des Risses. Das ist der offizielle Name und dieser Skin hat den Codenamen Stellan oder Stellan. Ich weiß gar nicht mal, wie man das aussprechen soll. Aber wir wissen, dass es ein männlicher Skin sein wird und wie gesagt, wichtig für die Storyline. Dieser Skin ist die rechte Hand von Geno und arbeitet mit ihm zusammen, genauso wie Schrottritterin Jules. Aber mehr wissen wir über diesen Risswächter-Charakter nicht viel. Trotzdem wird er sehr wichtig sein für Chapter 4. Und laut den Leakern sollte er eigentlich gestern schon entschlüsselt werden, aber am 19. Januar um 1 Uhr nachts erst in den Itemshop kommt. Das heißt in 2 Wochen. Und warum sollte er so früh entschlüsselt werden? Keine Ahnung, warum die Leaker diese Info gegeben haben. Ist ja nur eine Insider-Information. Deswegen muss es nicht zu 100% stimmen. Aber gestern ist es nicht passiert. Das heißt, wir werden das erst heute im Laufe des Tages oder in den nächsten paar Tagen und Wochen, vielleicht sogar mit dem nächsten Update am 17. Januar, diesen Skin in die Dateien bekommen und sehen, wie der aussieht. Und viele Leaker haben dafür dieses Bild aus den Konzeptumfragen von Epic Games benutzt. Ob das dann der offizielle Skin sein wird oder ob Epic Games einen anderen Charakter für den Risswächter nimmt, also einen anderen Skin, werden wir noch sehen. Das Bild 1 Outfit, also die Beerdigung, wird offenbar eine helle und dunkle Variante haben, anhand der Beschreibung von der Teaser-E-Mail an die Content Creators. Das Bild 2 Bundle wird ein Musikpaket enthalten, das in den Shop-Assets war, aber nicht in den Dateien dieses Updates. Das heißt, Epic Games hat es nicht hinzugefügt, sondern es war schon vorher in den Shop-Assets dabei und wurde nicht neu mit dem Winterfest-Update in die Dateien gebracht. Und das Wächter des Risses-Outfit hat noch eine Spitzhacke, ein Backbling und einen Ladebildschirm in dem Set. All diese Informationen wurden, wie gesagt, an Content Creators durch eine Teaser-E-Mail gesendet, welche ebenfalls ab heute Showcases dieser Cosmetics machen werden. Natürlich nicht vom Risswächter, aber da müssen wir noch ein bisschen geduldig sein. Eine weitere bevorstehende Rissbegegnung wurde jetzt auch von einem Leaker auf Twitter gepostet. Diese nennt sich Caged. Also das ist der Codename von dieser Rissbegegnung. Und diese Rissbegegnung wird dann 3 Wölfe innerhalb eines Containers spawnen. Und möglicherweise ist diese Rissbegegnung im Spiel, aber da ist man sich nicht sicher. Also da ist der Leaker sich nicht sicher. Es gibt auch eine Rissbegegnung mit dem Codenamen Jelly Gaze, also könnte irgendwas mit den Fischen zu tun haben, die aber noch nicht in den Dateien hinzugefügt wurde. Und jetzt kommen wir zu der Information zu dem kommenden Konzert. Denn laut Insider Gaming IG bzw. einigen anderen Leakern steht eine große Chance, dass wir am 24. oder am 25. Januar, das ist ein Montag oder ein Dienstag, ein Kid Laroi Konzert bekommen werden. Ich hoffe, so spricht man den aus. Ich kenne den persönlich nicht, aber ich glaube, viele kennen den. Vor allem seine Musik. Und es wird vermutlich das geleakte Sunburst Creative Event sein. Es muss nicht unbedingt so groß sein wie Travis Scott, Marshmello oder Ariana Grande, aber sowas ähnliches, wie zum Beispiel damals mit Party Royale. Weil
ein Event am Montag und Dienstag ist schon ein bisschen komisch. Und seit einigen Monaten ist dieses Sunburst-Event in den Dateien, beziehungsweise schon in Arbeit von Epic Games. Und alles, was wir darüber wissen, ist, dass es mit Creative 2.0 gemacht wurde. Es gibt, wie gesagt, ein bevorstehendes Konzept mit dem Codenamen Sunburst, das von Epic Games mit Creative 2.0, beziehungsweise dem Unreal Editor für Fortnite erstellt wird. Aber dieses Konzept wird auch einen männlichen Skin haben, das würde mit Kid Laroi zusammenpassen, der einen leuchtenden Edelstein hat. Wahrscheinlich für Kid Laroi, beziehungsweise auch dem Creative 2.0 Release im Laufe von diesem Monat, laut dem CEO von Epic Games. Quellen haben auch angegeben, dass die Musik von diesem Konzertevent für einen Monat nach Ende des Konzerts verfügbar sein wird. Ihr könnt euch das in Radios von Fortnite Autos oder ähnliches vorstellen. Kommen wir doch zum Itemshop, Freunde. Chloe Kim ist wieder da mit einigen weiteren Angeboten hier in Bundles nochmal zusammengefasst. Destiny 2 ist komischerweise zurück und die Favoriten der Festtage sind ebenfalls zurückgekehrt. Also die Skins, die am meisten Interesse erregt haben, die am meisten gekauft wurden oder die Cosmetics auch, sind wieder da. Mr. Beast hat den Itemshop verlassen, genauso wie Giannis Antetokounmpo, das hat Fortnite schon davor angekündigt. Und falls ihr es verpasst habt, hat Fortnite bzw. Epic Games vor 2 Tagen angefangen, 2 Updates in Zukunft zu testen, beziehungsweise Updates zu testen, die in der Zukunft rauskommen werden, nämlich Version 23.3.0 und Version 23.4.0. Das sind die 2 letzten Updates von dieser Season und das nächste Update können wir entweder am 10. oder am 17. Januar erwarten, weil es noch nicht auf den Staging-Servern ist. Ob wir ein Live-Event bekommen, ist noch unschlüssig, aber ich glaube nicht, weil Epic Games mit jedem Kapitelstart kein Live-Event macht. Aber dieses Konzert könnte quasi ein Live-Event ersetzen. Und die letzte Information, Freunde, aufgrund von Tim Sweeney Epics Tweet, dem CEO von Epic Games, über nächstes Jahr auf iOS, was er auf Twitter gepostet hat, und dem Bild darunter vom Silvester 2023 Event, könnte es sein, dass es dieses Jahr zur Rückkehr von Fortnite auf iOS-Geräten kommen wird. Das kann sich aber noch ändern, weil Tim Sweeney immer so unkorrekte oder nicht präzise Aussagen macht, wie zum Beispiel letztens mit Creative 2.0. Er hat gesagt, es kommt im Laufe von 2022 raus, dann im Laufe von Januar, aber der Januar hat gerade begonnen und wir haben keine weiteren Informationen darüber, deswegen einfach abwarten und schauen, was sich daraus entwickelt. Danke fürs Einschalten, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Wie gesagt, frohes Neues. Abo nicht vergessen.